Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisen-Radar am Mittwoch, dem 25. Januar. Ich grüße Sie ganz herzlich und wir schauen heute hier wieder mal auf den Markt in Sachen Währung und auch Rohstoff, denn Silber zählt ja auch als Rohstoff klassischer Natur, hat aber natürlich auch den Hintergrund, einer der ältesten Währungen der Welt zu sein. Gut, fangen wir aber mit dem Major-Pair schlechthin an. Euro-US-Dollar hat sich hier unlängst wieder etwas gemausert. Dazu mal kurz hier in den Wochenchart. Wir sehen die übergeordnete Abwärtsstruktur. Wir schauen uns dann gleich auch nochmal den Monatschart an. Sie wissen, was da kommt, das Harmony Pattern. Aber jetzt hier die Abwärtsstruktur auf Wochenbasis sehr, sehr schön zu sehen innerhalb dieses Abwärtstrendkanals. Grundsätzlich hier im unteren Bereich dieser Trendlinie. Und ja, es gab eben schon mehrfach während der letzten Jahre einen Touch dieser Trendlinie. Und auch dieser wurde, Schrägstrich, wird durchaus noch präferiert, solange Euro-US-Dollar hier nicht signifikant über 1,085 rauszieht, über hier die Hochs insbesondere vom Dezember, sieht das eigentlich immer noch so aus, als könnte es tatsächlich zu einer Abwertung des Euros in Richtung Parität kommen. Da wird natürlich viel auch davon abhängen, wie sich jetzt der Dollar selbst mausert. Der kam ja zuletzt auch mit dem Amtseintritt und auch wegen den Spekulationen davor in Sachen Trump und US-Präsident eben hier unter Druck der US-Dollar. Das beflügelte den Euro hier zu Teilen sehr stark. Sehen wir eben hier auch im Wochenchart im Prinzip. Im Anschluss an die Dezember-Tiefs, an die neuen Mehrjahrestiefs, ging es hier sukzessive nach oben, aber aktuell ist das immer noch eine rein korrektive Erholungsbewegung. Trendwende bei weitem nicht in Sicht, aber letztlich muss man mal abwarten, ob die Parität kommt, wenn sie denn von vielen Marktteilnehmern so gesehen wird. Die Technik der Harmony Pattern oder des Harmony Patterns, Gartley 222, sieht unverändert vor, dass wir hier in Richtung Parität rauschen. In diesem Bereich, da kann ich mich gern wiederholen. Denke ich mir, findet ein Tauziehen zwischen Bullen und Bären statt, um dann auch hier im Sinne des Mainstreams und des Untergangs des Euros, der denn dann wahrscheinlich sehr lautstark zu vernehmen ist, hier dann doch die Chance zu erhalten auf einen langfristigen Positionstrade, der den Euro dann hier nach oben beflügeln dürfte. Ich meine, dass die großen Verluste oder die große Wegstrecke der Verluste schon hinter sich gebracht ist, sollte es hier zu einem finalen Touch der Parität kommen, auch mit Dips meinetwegen darunter, könnte ich mir vorstellen, dass das hier eine sehr, sehr gute Kaufchance auf Sicht hier des Monatscharts, auf Sicht des großen Bildes sein könnte. Zumindest verspricht dieses Harmony Pattern und die psychologische Marke von 1,00 eben hier der Parität. Im Tagesschart zoomen wir uns jetzt aber mal ein Stück weit näher ins Geschehen rein. Wir sehen ja auch hier natürlich die Erholung vom Dezember beginnen, Schrägstrich mit dem neuen Mehrjahrestief zum Start ins neue Handelsjahr. Und hier haben wir das Hoch der Kerze vom Dezember eben bei 1,087,32. Hier natürlich auch JFD Brokers als Preisfeed im Chart zu sehen und auch natürlich der Handel über JFD Brokers mit diesem Broker-Login hier direkt möglich. Und insofern können Sie hier praktisch synchronisiert traden und all das wird im MetaTrader Schrägstrich auch im Guidance Depot sozusagen nachverfolgt und das ist eine sehr, sehr feine Geschichte. Insofern, wenn wir den Chart uns jetzt betrachten, bleibt Euro-US-Dollar hier im korrektiven Erholungsmodus und Sie sehen ja auch hier diesen roten Pfeil und auch diesen Spike-Tendenzpfeil, der schon vorsah, dass wir hier durchaus noch Möglichkeiten einer weiteren Performance auf der Oberseite sehen. Doch hier bei 1,085 rund wird es dann dünn und da entscheidet sich letztlich, was Euro-US-Dollar tatsächlich macht. Also in diese Richtung anzusteigen halte ich für nicht ungewöhnlich, auch mit dem saisonalen Background, den wir jetzt uns mal in den Chart holen. Sieht wie gesagt sehr, sehr gut aus, dass wir bis in den Februarverlauf auch Rückenwind haben in Sachen steigender Preise. Die Frage ist eben nur, ob sich hier dann das Momentum erschöpft oder bereits vielleicht jetzt schon. Wir haben ja gesehen, nach dem starken Wochenauftakt, gestern Verluste, heute kommen wir auch nicht so recht vom Fleck. Vielleicht war es das auch schon. Faktisch, der Markttechniker wird sich freuen. Hier, solange wir unterhalb des Hochs vom 8. Dezember bleiben, ist das hier eine korrektive Bewegung und eine Wiederaufnahme der Schwäche, gerade im Sinne des übergeordneten Bildes, was wir eben auf Monatsbasis und auch Wochenbasis gesehen haben, hier klar zu präferieren. Also Euro ist dann im Auge behalten, wenn es hier ein neues Wochenhoch gibt, dann sind hier gut, ja, 100 Pips Aufschlag nochmal drin, dann dürfte es hier einen Tester Widerstandszone um 1,085 geben und da wird es dann wie gesagt spannend, ein Weekly Close mit einem neuen Mehrwochenhoch oberhalb des Hochs vom Dezember könnte dann sogar hier eine Attacke auf diese Abwärtstrendlinie und dann auch weitaus höhere Preise einleiten. Andernfalls bleiben wir eben unterhalb von 1,085, insbesondere unterhalb des Hochs vom Dezember, ist eine weitere Abwärtsbewegung, ein neuerlicher Abwärtsimpuls definitiv zu präferieren. Das wäre Euro-US-Dollar. Schauen wir mal auf den Rohstoff Silber.
Hatten wir auch thematisiert, inklusive Gold im Bereich 1200, 1210, sehr, sehr interessant. Wir schauen jetzt aber nur auf Silber in Anführungszeichen. Hier die Bear Flag mit der Auflösung, aber auch nicht komplett. Letztlich auch hier haben wir mit dem Ausklang des Dezembers und dem neuen Jahresstart eine Erholungsbewegung gesehen, die den Preis, und das ist Charttechnik in Perfektion, hier an diesen Widerstand um 17,15 $ je Unze heranführte. Und hier haben wir uns buchstäblich den Kopf gestoßen. Auch hier gab es ja eine Analyse zuletzt auch anhand der FTSE-Vektorlogik, die eben vorsah, dass wir hier durchaus nochmal einen kleinen Angriff nach oben starten. Es gab ja hier sogar rein intraday betrachtet ein neues Mehrwochenhoch, aber der Close letztlich deutlich tiefer und insofern Widerstand bestätigt. Und das ist genau die Situation, die wir jetzt haben. Der blaue Tendenzfall in seiner Stärke setzte sich zwar nicht um, aber wir sehen, dass Silber hier sichtlich hadert, ein Stück weit nach oben rauszukommen. Zudem haben wir hier jetzt auch schön ersichtlich schon eine Schwäche aus dem überkauften Bereich hier vom RSI, nee, vom ATX sozusagen raus ausgehend. Jetzt gehen wir mal hier den RSI, will ich mir jetzt mal ranholen. Aber auch hier sehen wir, dass wir aus dem hohen Bereich eintauchen in ein mögliches Abwärtsmomentum. Hier vom RSI 14, auch im oberen Bereich, noch nicht stark überkauft, aber wir sind im oberen Bereich und kommen nicht so recht weiter. Das deutet letztlich darauf hin, dass der Markt hier durchaus nach unten drehen könnte. Die Parameter lassen sich hier jedenfalls jetzt sehr gut einfangen. Faktisch bleibt unter 17,15 $ die Lage bärisch, insbesondere wenn wir hier keinen Close, also Tagesschlusspreis über 17,20 $, über 17,25 $ sehen, ist hier ein Abwärtsimpuls aufgrund des Widerstandsbereichs durchaus denkbar. Neue Tagestiefs, Schrägstrich neue Wochentiefs sollten hier weiter nach unten führen. Andernfalls geht es natürlich im Sinne der Saisonalität. Und auch hier haben wir ähnlich wie beim Euro-US-Dollar eine ja, sehr bullische Situation. XAUSD, hier auch der Spotpreis vom Silber. Auch bei uns bei JFD handelbar, sozusagen kein CFD, sondern den realen Spotpreis, den Sie bei uns handeln können. Und dieser besagt, dass wir hier auch bis in den Februar hinein ein sehr, sehr bullisches Momentum haben. Also auch da, Sie haben ja die Pfeile vorhin gesehen, grundsätzlich vom Momentum her, wenn wir hier nach oben rausgehen, über 17,15 $ Widerstand, über 17,20 $ speziell, dann sieht es so aus, als könnte der Preis hier diese Abwärtstrendlinie attackieren, Schrägstrich dann vielleicht sogar noch wesentlich höher anziehen, rein. Vom technischen Aspekt her muss man aber jetzt sagen, entgegen der Saisonalität ist Silber hier ein Stück weit in der ja, Bredouille bei neuen Tagestiefs, Schrägstrich Wochentiefs durchaus nach unten zu setteln. Das gilt es eben mal abzuwarten und ob es dann eben auch hier nochmal einen Rücklauf in die Unterstützungszone von 15,65 gibt. Tatsache ist, das wird viel auch vom Dollar abhängen. Geht der nochmal in den Stärkemodus über, Schrägstrich Schwächemodus oder aber bleibt der weiter hier in einer Schwächephase, dann dürften generell neben dem Euro auch die Edelmetalle profitieren. Insofern hier definitiv jetzt eine spannende Situation. Ich denke mal, auf Wochenschlusspreisbasis kann man dann sicherlich das ein oder andere schon genauer fokussieren, wie die Tendenzen sein werden. Wie gesagt, jetzt mal hier den blauen Tendenzfall, dass sich Silber hier sichtlich am Widerstandsbereich den Kopf stößt. Rein saisonal betrachtet ist aber der Ausbruch nach oben zu präferieren. In gewisser Art und Weise eine Pattsituation. Dennoch kann man hier mit geringem Risiko theoretisch auf eine Abwertung spekulieren. Gibt es den Ausbruch, dann hat man hier auf jeden Fall Momentum auf der Oberseite. Es bleibt letztlich spannend und so soll es doch sein. In diesem Zusammenhang, meine lieben Zuschauer, wäre ich auch schon durch. Wenn Sie mögen, heute Nachmittag das JFD-Devisenradar-Webinar ab 15 Uhr. Kostenfrei für jeden, der es mag. Da schauen wir nochmal quer über den ganzen Währungsmarkt. Und in dem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt einen erfolgreichen Handelstag. Beste Grüße, auf bald, Ihr Christian Kemmerer und tschüss.